Hallo meine Lieben, hier ist wieder Katharina vom Papier von mir aus Hannover. Heute mal wieder mit einem Last-Minute-Video. Um 17 Uhr ist es soweit, da geht der Videohop von Elke, Nicole und Sandra wieder und mir wieder online. Und ja, ich habe also noch ein paar Stündchen Zeit, euch ein Video zu drehen. Wir machen heute eine Shadowbox und zwar berechnen wir die selber. Ich habe mir überlegt, ich möchte hier dieses Reagenzglas verpacken. Und zwar ist eine Shadowbox eine Box, die hier so einen breiten Rand hat, wie so ein Bilderrahmen. Ja, und als erstes braucht ihr ein Lineal. Wo habe ich das jetzt hingelegt? Hier. Und ihr messt euch erstmal das Objekt aus, was ihr verpacken wollt. Das ist hier 10, ich nehme mal 10,7. 10,7. Und dann müsst ihr noch die Breite, das ist 1,6 und die Höhe ist dann natürlich auch 1,6, Höhe gleich 1,6 cm. So, dann müsst ihr, also es gibt ja dann hier so einen Rahmen um das Reagenzglas und deshalb muss diese Fläche unten nochmal um den Rahmen vergrößert werden. Das darf aber später nicht gefalzt werden. Also ich möchte 1 cm Rahmen haben. Deshalb müsst ihr hier überall einmal 1 cm mehr freilassen. So, dann kommt die Höhe. Die Höhe ist ja 1,6, also 1,6. Dann wieder den Rahmen. Und nochmal die Höhe, 1,6 und zum Schluss nochmal die Rahmendicke. So, und das macht ihr jetzt hier auf allen vier Seiten und dann rechnet ihr euch das zusammen. Und dann haben wir, falls ihr erstmal bei 1, dann bei 2,6, bei 3,6 und bei 5,2. Die Falz machen wir nicht mehr, die brauchen wir nicht. Also das brauchen wir nicht falzen, sondern das muss ja größer sein, das Stück, wo das dann hinkommt. Genau. Und diese Maße hier, das falzen wir dann. Und jetzt müssen wir noch ausrechnen, wie groß unser Blatt überhaupt sein soll. Wir müssen dann hier das erstmal zusammenrechnen. Das sind 3 cm. Plus 3,2, das sind also insgesamt 6,2 cm. Und das brauchen wir an beiden Seiten. Und dann haben wir hier zusammen 6,2 und 6,2 sind 12,4 plus 1,6 sind also 14 cm. Und dann nehmen wir hier wieder die 12,4, ne, also 6,2 plus 6,2 plus die 10,7 dazwischen, das sind dann 23,1. So, jetzt müssen wir noch ein wenig Spielraum dazu rechnen, weil wir haben jetzt genau das Glas ausgemessen, aber dadurch, dass das Papier ja gefalzt wird und so umgeklappt wird und auch eine gewisse Dicke hat, müssen wir hier noch ein bisschen mehr Spielraum zurechnen. Ich würde jetzt einfach mal bei beiden oder rundherum 1 mm dazu rechnen. Dann wären wir bei 14,2 mal 23,3, muss das Papier groß sein. So, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir nehmen uns hier einmal das Papier und schneiden es bei 14,2 zurecht. Und 23,3. Jetzt das Messer nach unten und falzen machen wir. Wir nehmen hier diese Werte. Seht ihr die überhaupt? Sind die noch in der Kamera? Ich kann sie auch hier mal hinlegen. Eins und wir fangen jetzt mal bei 1 an. 1, dann 2,6.
2,6. Das mache ich auch noch hier auf der Seite. Und die 5,2 passt nicht mehr. Da muss ich einmal umdrehen. Und dann machen wir hier nochmal 5,2. So, und das machen wir jetzt an allen vier Seiten und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir hier uns die ganzen Linien drauf gefalzt und jetzt brauchen wir nochmal eine kleine Hilfslinie. Und zwar von der letzten Falz, die ihr gemacht habt, hier, nee, ich mache das so rum, ihr habt hier vier Falzlinien gemacht. Von der letzten Falzlinie, die müsst ihr nochmal bei 1 cm anlegen. So, ihr könnt auch ganz gut hier unten gucken. Und dann falzt ihr nur die von der zweiten bis zur zweiten Falzlinie. Einmal oben und einmal unten. Also 1 cm, weil das nochmal die Breite von dem Rahmen ist. So, hier legt ihr auch wieder die letzte Falz. Die vierte an und macht eine fünfte in die letzten beiden Falzlinien und dann können wir das Schneidbrett weglegen und dann schneiden wir uns einmal diese Vierecke ab, also da, wo die ganzen Falzlinien sind. Das ist ein bisschen Papierverschwendung. Aber vielleicht fällt euch ja noch was ein, was man mit den Resten machen kann. So, alle vier Ecken abschneiden. So, und dann ist hier noch diese kleine Hilfslinie, die schneidet ihr ein bis zur zweiten. Und dann schräg von der dritten die Ecke dann ab. So, und hier auch mal einmal schräg abschneiden. Auch das machen wir in allen vier Ecken. So, und jetzt werden alle Linien nachgefalzt. Was ihr übrigens oben im Schneidbrett habt, das wird die schöne Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon gesagt hatte. Immer, was oben im Schneidbrett so sichtbar ist, das ist immer die schöne Außenseite. Genau, und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das alles nachgefalzt habe. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier alle nachgefalzt. Und jetzt werden wir einmal das hier festkleben. Und zwar legt ihr euch das hier flach hin. Ihr müsst erst die Ecken machen, wo ihr nichts abgeschnitten habt. Also hier habt ihr was abgeschnitten. Das könnte man nämlich auch an dieser Seite machen. Ich habe es jetzt aber aus Stabilitätsgründen bei der größeren Seite gemacht. Dann legt ihr euch das so hin und macht hier auf die Ecke, klebt ihr was und dann klebt ihr das so einfach flach rüber. Und wenn das dann trocken ist, könnt ihr es einfach aufstellen und der Rahmen ist fertig. Das macht ihr jetzt hier auf diesen zwei Seiten. So. Und hier machen wir das auch. Da klappen wir das ein bisschen hoch. Und wir machen hier an diese Ecke ein Stück Kleber, damit das gleich ganz gut hält. Hier vorbei und so einmal zusammensetzen. Na? So, weil es sehr flüssig Kleber ist, müssen wir das kurz zusammenhalten, damit es auch anzieht. Sonst geht es wieder auf. Und dann machen wir noch die Seite, auch hier wieder einen kleinen Klecks hin. Hier kann man das dann nicht ganz so schön überklappen.
sowas funktioniert auch. Und kurz zusammenhalten. So, und dann ist die Shadowbox schon fertig. Und jetzt kommt der große Moment. Passt das Reagenzglas rein? Ja, es passt. So, jetzt muss er noch ein bisschen antrocknen. Ja, jetzt könnt ihr noch eine Schleife drum machen oder hier eine Banderole. Ich zeige euch das nochmal so, wie es aussehen könnte, wenn man da noch so eine Banderole drum macht. Genau, dass es dann halt auch nicht rausfällt. Oder ihr macht halt ein Schleifenband drum und könnt dann ein Geldgeschenk verpacken. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und viel Spaß beim Shadowbox selber berechnen. Tschüss!